Wir fliegen an einen Ort, wo alles begonnen hat, San Luis Maranhão. Dort ist der Traum in mir geboren, die Kinder von Brasilien zu retten. Kommst du mit mir? Dann los. Ich kann meine Gefühle nicht wirklich beschreiben. Hier ist Reinhard Hirtler. Es ist unbeschreiblich. In 2014 kam ich hierher nach Brasilien. Ich wusste nicht, was Gott vorhatte. Keine Ahnung, was auf mich wartete. Ich habe ihm einfach gefolgt. Einfach seiner Weisung gefolgt. Niemals dachte ich, dass ich jemals mit Kindern arbeiten werde hier in Brasilien. Ich dachte einfach, ich werde helfen, anderen Leuten Gemeinden zu gründen. Ich dachte einfach, ich werde auf Bibelschulen lehren. Ich dachte einfach, ich werde durch das Land reisen und Kreuz- und Wehrkonferenzen halten. Das habe ich auch getan. Aber hier in diesem Ort hat alles begonnen. In 2014, im August, kam ich hier, um bei einer Konferenz zu predigen. Was ich sah, zerriss mein Herz. Ich sah Kinder, die sich prostituieren mussten, weil sie nichts zu essen hatten. Ich sah Eltern, die ihre eigenen Kinder als Kinder bereits als Sexsklaven verkauften. Ich sah eine Armut, die viele Brasilianer bis heute entweder nicht wahrhaben wollen oder gar nicht kennen. Damals heulte ich und heulte ich und heulte ich. Das war im August 2014. Seitdem hatten wir auch hier ein Projekt für Kinder. Aber mein Traum war immer, ein Waisenhaus zu haben. Eine große Notwendigkeit hier. Dreimal haben wir es versucht. Leute haben mich entmutigt, versucht mir zu erklären, hier wird es keins geben. Hier ist alles zu schwierig, zu kompliziert. 9 Jahre lang lebte ein Traum in meinem Herzen. Heute ist dieser Traum wahr geworden. Wir haben hier unser Waisenhaus eröffnet. Unsere Tagesstätte, die haben wir schon eine Zeit lang. Und die hat über 100 Kinder. Und das ist so ein großes Vorrecht für mich, dass ich diesen Kindern dienen darf. Ach, wie liebe ich es, mein Leben für sie zu geben.